Wir behalten jetzt unsere Karten einmal so, wenn wir es erstmal gekriegt haben. Dann kommen wir zum nächsten Spiel. Und da hätte mich ich jetzt gerade eins im Angebot. Und das ist der Hochzeiter. Wenn du deine Karten kriegst und siehst, du hast nur einen Trumpf. Das heißt, ich habe jetzt, sag's einmal so. Da haben wir daheim, es ist viel zu hell, aber ich dunkle es aber noch. Ich habe jetzt da unter meinen sechs Karten nur den einen Trumpf, ein Herzkönig und sonst eigentlich nie Schmier, kann man sagen. Ein Schmier sagt man zu einer Karte, der aber viel wert ist, das heißt viel Punkte ergeben dort, viel Augen. Und somit kann jetzt ich sagen, ich mache einen Hochzeiter, das heißt, ich nehme meine einzige wertvolle Karte und lege es verdeckt in mitten ein, so Hochzeiter. Jetzt kann er, wenn er sagt, Mensch, ich habe einen Hafer Trümpfe, jetzt wenn ich nur einen halte, dann komme ich ziemlich sicher durch. Dann sagt er, okay, er nimmt den Hochzeiter mit oder er hat Interesse. Was meinst du, ist eigentlich auf dem Interesse so, kennen Sie das? Wenn die Runde dann umgeht und die anderen zwei kein Spiel, weil höherwertig ist, dagegen setzen, dann darf jetzt er quasi eine Karte, die nicht viel wert ist für ihn oder nichts wert ist, hinlegen und dafür den Trumpf nehmen. Wichtig ist, man darf keinen Trumpf überschreiben. Also, wenn man nur Trümpfe auf der Hand hat, dann hat es nicht hin. Geht's mir. Aber in dem Fall dann jetzt sagen quasi wir zusammenspielen. Und dann hat er meinen Trumpf und er weiß, dass ich schmieren kann, dass ich Augen dazu da kann, wenn er was hoch sein tut. Und nachher kann man so einen Hochzeiter spielen. Dann, Guy Events, ja. Das wird nicht überall da, Guy Events. Das kommt immer auf die Örtlichkeit darauf an, wie man es dort. Ob der Events über den Guy geht, der Guy über den Events. Also, Schafkopf ist echt ein Spiel, das wird. Im Nachbardorf schon wieder anders da, weil also jetzt im Bleistall, wo wir sind, da wird schon wieder anders da, weil von mir müssen Brunnen haben. Also. Und das ist dann wohlgemerkt 2 Kilometer, gell? Also, ich bin einmal blöd von der Haustür rausfall und über den Bärhaare mehr bin ich vom Sachs. Und dann wird anders gespielt. Da haben wir mich schon wieder umgewinnen, ja. Geier und Wenzen sind Spiele bei einem Geier. Sind nur die Obertrumpf und bei einem Wenz ist halt damit die Unter. Ein Geier ist ein Ober, ein Wenz ist ein Unter. Das heißt, wir haben insgesamt ja nur 4 Trumpf. Das heißt, wenn ein Geier gespielt wird, was ja Ober bedeutet, dann sind nur die 4 Obertrumpf. Kein Unter, kein Herz, nur die 4 Ober gelten als Trumpf. Er hat da die besten Karten gehabt für den Geier. Haben wir jetzt eine Latte oben und ein Laffer TV. Wenn ich Herz habe, dann habe ich Herz oder ich stich mit dem Ober. Und dann lasse ich schon 3 Ober hoch. Also ist es eigentlich ein bombensicheres Spiel. Den verkauft man schwieriger, weil dass man gewinnt. Also, es ja. Geht zwar, aber. Und vom Wenz ist es das gleiche mit dem Unter. Alle Unter sind Trümpfe, alle Ober, alles Herz, das fällt alles. Also das ist kein Trumpf mehr, das ist wie eine normale Karte dann auch. Als nächstes war der Solo dran. Also das ist jetzt auch in der richtigen Reihenfolge. Das dürfteste Spiel ist ein Sauspiel, Hochzeiter. Wenn es Geier variiert, je nachdem wo man ist. Man ist. Und dann kommt der Solo. Weil er sagt, das dürfteste. Schafkopfen ist ein Spiel, da wird um Geld gespielt. Du hast einen gewissen Tarif und je nachdem errechnet sich dann auch, je nachdem wie viel Augen das man hat und je nachdem wie viel Spiel das man gespielt hat, wie viel Geld das man gewonnen hat. Das heißt, wenn er sagt, ein höheres Spiel, dann bedeutet das, das hat mehr Wertigkeit und du kannst dadurch auch mehr Geld gewinnen, aber auch verlesen. Bitteschön. Ja, der Sohle. Ist eigentlich das, was wir ganz am Anfang aufgezeigt haben. Das Ober ist doch der Nachbar vom Beugler. Ich glaube, den kennt er aber gut, ne? Ober, Unter und die Fahr. Beim Solo darfst du eine Fahr aussuchen. Das heißt, es gibt ein Herz-Solo, ein Eichel-Solo, ein Schön-Solo und ein Grell-Solo. Das kommt halt jeder drauf an, was du für Fahr auf der Hand dazu hast. Du kannst natürlich auch näher Ober und Unter haben, dann kannst du ein Solo aussuchen, rein theoretisch.
Aber sonst, ja. Wenn du quasi jetzt Feuer oberhast und dann nur noch eine Grey Sau und eine Grey Kini und du sagst, du bist der bombensicher, dass du das Ding gewinnst, dann sagst du, du machst ein Grey Sole und dann zeigst du das Ding durch. Wenn du dir wahnsinnig granatenmäßig sicher bist, dass du das Spiel 100.000%ig gewinnst, dann kannst du das Spiel auch du spielen. Das heißt, du spielst dann einen, in dem Fall Grey Sole du. Das heißt, du musst alle Stich machen, weil... Wenn du sagst, du spielst du, dann möchtest du deine Mitspieler damit sagen, du machst jeden einzelnen Stich. Solltest du einen Stich verlesen, hast du das ganze Spiel verloren. Egal, wie viele Augen du hast oder sonst was. Du hast den Du verloren und das wird teuer. Du spielt man auch, weil man kriegt das Doppelte. Also... Ganz klar, doppelter Einsatz. Ich kann mehr gewinnen, ich kann aber natürlich auch mehr verlesen. Also ich sollte mir sehr, sehr sicher sein, wenn ich irgendwas durchspiele. Ja, man spielt ja eigentlich drei Leute dann. Man spielt dann gegen drei Leute, ja. Man spielt dann nur gegen drei. Und die Konstellation, wer mit wem oder wer gegen wen, das ergibt sich da bei jeder Runde neu und ist auf jedes Einzelspiel wieder gesehen, wieder neu zusammengewürfelt oder auseinander. Jo. Die Tarife sind also folgendermaßen, die sind natürlich auch selber zu wollen, weil mit welchem Wert man das ganze Ding spielt. Unser Tarif? CR 2050, das heißt, ein Sauspiel CR noch, alle Solo-Spiele, wenn's Gaia, Solo, ein 20er. Und der Hochzeit ist ein wenig eine Ausnahme, er ist von der Wertigkeit her nicht so hoch, aber er ist ein Star als die Spiel. Also der Hochzeiter kostet bei uns immer 50 Cent. Und je nachdem, was sich dann im Spiel ergibt, kann das Ganze natürlich dann nur richtig hochgepusht werden vom Geld her. Das heißt, wenn ich jetzt ich spiele einen Hochzeiter, da spielen ja zwei gegen zwei. Das heißt, jeder von den Gegnern muss den anderen Team dann quasi allen auszahlen. Das heißt, beim normalen Hochzeiter waren wir bei einem 50er. Jetzt kann es passieren, dass der das Spiel komplett gewinnt, dass die andere Mannschaft keinen Stich macht. Dann geht's. Schneider durch. Das waren. Nur mal 20 Cent drauf. Schneider. Schneider gibt's, also Schneider und Schneider durch, oder Schwarz ist auch ein anderes Wort für Schneider durch. Das heißt praktisch, ich hole wenn der Gegner Schneider ist, heißt es, er hat unter 30 Augen, also das heißt, ich hole 90 Augen. Und beim Schneider durch hole ich alle 120 Augen. Da gibt es halt dann nochmal ein wenig zusätzlich was und dann halt nur Gurde gibt es noch. Wenn man gewonnen hat und Gurde gehabt hat, sprich Trümpf, Ober, Unter, Herz, zahlen glaube ich auch noch. Ja. Zahlen auch noch. Aber es geht immer dann auch, du musst die Gurden quasi an einem Stück gehabt haben, in ihrer Reihenfolge, oder? Ja. Weil du kannst jetzt quasi nicht einen Eichel oben und dann einen Schollen oben und einen Unter, das sind dann nicht drei Gurde, sondern du musst dann schon Eichel, Grey, Herz, Schollen, die Reihenfolge halten. Und je nachdem, wie viele Gurde du gehabt hast, wird das Ganze auch nochmal da rein. Das heißt, es kann dir dann wirklich passieren, dass du, auch wenn du mit einem Tarif von 10, 20 und 50 Cent spielst, mit dem Spiel am Schluch einmal 50 Euro verlässt. Wenn es blöd läuft. Kann dir das passieren. Ich habe schon ein Sauspiel für über 9 Euro gekauft. Das sind halt schon dann, für das, dass der Tarif so klar ist, ganz schöne Beträge. Ja. Ich hoffe, wir haben euch das jetzt einigermaßen ein bisschen beibringen können. Letztes Mal sacken. Schaut es euch vielleicht 2-3 Mal an. Und wenn es. Ihr werdet jetzt nicht so ganz mitkommen, wenn einer das noch nie gespielt hat. Wir werden, wie gesagt, beim nächsten Video mit 4 Leuten das einmal spielen, ganz langsam und überall Kamera mit drauf.
und dann könnt ihr ganz genau sehen, wie der Ablauf von jedem einzelnen Spiel läuft, wie das alles abhaut. Das seht ihr dann ganz genau in dem Video. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat, wie alle weit. Schön, dass du hier bist, Samba. Kein Problem. Weil ich spiele es noch nicht so lange, Schöpfkopf, und der Samba, der kennt sich da ein bisschen besser aus. Wir sehen uns dann quasi beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Schöpfkopfen für Anfänger, wobei das schon wieder bayerisch für vorgeschrieben ist. Aber es ist gut, wenn du es lernst. Schaut vorbei auf Instagram, Facebook, Snapchat sowieso. Und wir, wie gesagt, sehen uns beim nächsten Mal. Holla Ratulü, habt ihr Servus und grüßt euch. Satz freundlich, ne? Satz freundlich, ja. Habt ihr. Das sind Kartenziffer gesehen, Mann. Wenn ich mal zugereichert hätte.